Willkommen zu Anno 2070, die Tiefsee. Aha, ich habe mir gerade halb auf die Zunge gebissen. Das tut weh. Ich habe mich richtig jetzt drauf gefreut. Ich habe es nämlich direkt am 4. erhalten, also am 4. Oktober. Und das ist doch genial. Ups. So, jetzt hier Uhr gestartet. Eigentlich wollte ich mit Empire heute anfangen, Total War, also wieder neu, wie ihr es ja mal abgestimmt habt. Aber jetzt erstmal hier machen wir Anno 2070, die Tiefsee. Ich bin ja ein Fan der Anno-Reihe, wie ihr wissen solltet, habe ich auch ein paar Mal, glaube ich, schon gesagt. Aber es muss einfach gespielt werden. Es ist episch. Ich liebe Anno. Auch der neue Hintergrund hier. Grandios. Und die Musik. Die werdet ihr jetzt nicht so hören, aber ich liebe es. Es ist genial. Kauft euch die Erweiterung. Aktueller Auftrag. Spielt auch unbedingt noch das neue Weltgeschehen. Neu ist es ja jetzt nicht mehr wirklich, aber Ebashi, Tiefseegraben ist schon fast fertig. Also von dem her so neu ist es nicht. Aber es ist nicht so schwer. Und jetzt werden wir einfach mal eine neue Mission beginnen. Wunder in Gefahr. Das Ende der Illusion. Ist doch schön. Nur so viel. ETO ist auf Ihre Hilfe angewiesen. Okay. Und wir werden jetzt hier mal... Diese Aufgabe einfach nicht richtig ausgestattet. Zählt auch noch was? Eine einzige Katastrophe. Okay, jetzt haben sie alles erzählt. Also, das Ende der Illusion. Urplötzlich werden die Siedlungen von Tilda Jürgensen und Vadim Sokov von einem gewaltigen Tsunami heimgesucht, die es jetzt neu gibt, dank dem Add-on. Yay. Leisten Sie die benötigte Hilfe bei der Evakuierung und beseitigen Sie die Schäden der Flutwelle. Die Ziele sind die Evakuierung der Bevölkerung und ich soll Sokovs Produktion wieder in Gang bringen. Okay, starten! Oh. Bevölkerungsgruppe bei Spielstart? Was für eine Wahl. Was für eine Wahl. Wird es jetzt nach Punkten gehen? Also man bekommt ja Punkte, aber ich glaube, die kriegt man erst am Schluss. Dann würde ich die nehmen, weil für Global Trust habe ich es ja schon zu 100% voll. Wegen meinem Tycoon-Only-Let's Play. Aber ich glaube, es kann man am Schluss wählen. Ich will natürlich die Tycoons. Alter, die Welt sieht doch genial aus. Wow. Tech-mäßig. Also die richtig gut gemacht. Wunderbar. Wahrscheinlich date die sich auch gleich, wenn der Ladebildschirm fertig ist. Oh Mann, oh Mann. Vor allem, dass ich es jetzt gleich erhalten habe. Ich habe es noch vorbestellt vor 3 Tagen und... Oder vor 4, glaube ich. Am 1. Oktober habe ich es bestellt und jetzt am 4. kam es. Am 4. ist es auch rausgekommen. Das ist natürlich cool, ne? Um natürlich auch mal was Neueres zu bringen. Weil meistens bringe ich ja Let's Plays von jetzt nicht so top aktuellen Spielen. Wo ich jetzt mit Anno 2070 angefangen habe, war natürlich auch neu. Aber halt nicht, was soll man sagen, so extrem neu. Ich habe es nicht am Anfang Let's Plays. Und los geht's! Ah. Eine Unterwasserschlucht mit Lava. Was ist das? Die Sensoren melden eine starke Erschütterung. Er ist sehr leise. Ich verstehe ihn kaum. Oh. Geil. Alter, wie krass. Sichert die Ölvorräte! Geht ja gar nichts kaputt. Da muss schon ordentlich was kaputt gehen. Fällt ein paar Bäume? In die Bunker! Sofort alle in die Bunker! Ja, die Bäume knicken. Cool. Boah, sieht schön aus. Was für eine schreckliche Katastrophe! Jemand muss den Opfern unbedingt helfen. Oh ja, ja. Das Ende der Illusion.
Oh mein Gott. Also, hier. Unsere Ziele. Wieder evakuieren Sie die Bevölkerung von Tilda Jürgensens Insel und setzen Sie die Produktion auf Vadim Sokhovs Insel wieder in Gang. Ohne dich bin ich diesmal aufgeschmissen. Okay, fahren wir mit unserem Schiff. Ich glaube, wir müssen gleich da hochfahren. Kann das sein, zu ihr? Sind heute die Wetterbedingungen ein bisschen anders? Ich glaube, die haben hier ein anderes Wetter rein, weil... Das sieht nicht so normal aus. So ein bisschen rötlich. Ja, Leute, die meine Videos schon kennen, werden wissen, ich habe leider Wasserspackungen. Wie man ja hier überall sieht. Hier. Da kann ich leider nichts gegen machen. Das ist natürlich meistens nur, wenn ich spule oder mit der Kamera so rumfahre. Aber man sieht es halt zum Glück kaum. So, schauen wir mal, wo... Ah. Das soll ja angeblich, also anscheinend, für den Entwickler ein ganz schön Aufwand sein, das so hinzubekommen. Oh. Wie das Wasser hier steht, also die Kante sieht ein bisschen komisch aus. Aber an sich finde ich das richtig toll hier gemacht. Also, dass auch die Häuser kaputt gehen und so. Da kann ich mir schon vorstellen, wenn da mal eine Stadt überflutet wird. Ist dann nicht so cool. Sieht aber auf jeden Fall Hammer aus. Das Haus brennt im Wasser. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Konzentrier dich voll auf die Aufgabe. Dann wird das schon. Aha. Tilda Jorgensen, willkommen. Muss ich jetzt hier nicht... Vergrößern Sie Ihre Siedlung, um die Überlebenden evakuieren zu können? Ach. Hätten wir es doch gleich gewusst. Gut, dann gehen wir einfach wieder da unten hin, wo wir ja schon waren. Ich spule mal ein klein wenig, dann ziehe ich mir in der Zeit... Ups. Noch was in die Leiste. So. Dann haben wir mal die wichtigsten Bedienungen. Sehr schön. Und gleich unsere Fraktion. Gebäude zum Bau bereit. Da können wir gleich loslegen. Ich glaube, eine Straße... Ja, eine Straße bräuchten die nicht unbedingt, aber... Bauen wir halt mal eine. Aber ihr braucht auf jeden Fall eine. So, sonst sterben die ja. Und 150 Leute ansiedeln ist jetzt keine wirkliche Kunst, würde ich mal sagen. Ich werde auch mal schauen, wie ich das mit den Parts mache, weil ich möchte halt gerne die Missionen schön zusammen haben. Aber kommt natürlich darauf an, wie lange ich dafür brauche. Ich habe jetzt mal eine Stunde eingeplant. Momentan habe ich auch noch nicht so viel Speicher, muss man sagen. Das ist natürlich, naja, Energieversorgung mangelhaft. Kleines Hindernis. Kohlehammer hier bestimmt, natürlich, keine Ahnung wie viel. Nur um sicher zu gehen. So, baue ich dahin. Bestimmt wollen sie sich etwas dazu verdienen. Was willst du denn? Bittet sie mehreren Personen zu helfen, die in Seenot geraten sind. Okay, machen wir. Und wir bekommen dafür eine schnelle Endfertigung. Okay, vielleicht bringt es uns ja was. Wir schauen nochmal auf seine Insel vorbei, wollte ich gerade sagen. Dabei sehen wir es ja jetzt schon. Was hier auch abgeht. Hübsch, hübsch. Ganze Arbeit geleistet, die Entwickler. Vor allem haben die auch gemeint, das ist ja nicht so einfach. Nicht jeder hat ja das Add-on, aber es soll auch für alle laufen, also funktionieren. Nicht, dass halt bei manchen dann das Spiel nicht mehr funktioniert, das wäre natürlich eine Schande. Aber hier sieht es auf jeden Fall cool aus. Moment, habe ich noch was an Bord? Nee, zum Glück. Ich werde mal hier auch ein bisschen was einkaufen, wenn ich das kann. Ja. Ist natürlich die Frage, ob auch hier irgendwer vorbeikommt. Wir kaufen einfach mal das Zeug ein. So. Bauzellen. Die Straße wäre natürlich nicht schlecht. Dann hoffe ich mal, dass wir hier was bekommen. Ja, gleich haben wir wieder. Ich brauche nur wenig. Damit wir aber
unser Kraftwerk anschmeißen können, sonst geht hier nämlich gar nichts. Und wir können schon mal bauen. Wunderbar, jetzt haben wir auch genügend Strom. Aber die Farbgebung hier ist wirklich toll und anders wie sonst. Ökobilanz, Werte fallen. Und wie viele neue Gebäude es ja auch geben soll. Natürlich auch viel für unter Wasser, heißt ja auch die Tiefsee. Ich glaube aber nichts für die Tycoons oder für die Ecos. Es ist, glaube ich, mal nur Tech-orientiertes Add-on. Was ich natürlich genial finde. Hier gibt es auch eine Mission, die werden wir später natürlich auch machen. Da kann man so einen Energietransmitter bauen. Ich habe mir überlegt, sowas in meinem Tycoon-Only-Let's Play mal einzubauen. Ich denke, da habt ihr auch nichts gegen. Ich habe auch Ölbauinseln gebaut. Ich finde einfach, die könnten genauso gut bei den Tycoons sein. Und diese Energietransmitter sind halt praktisch, da könnte man so ein Kraftwerk auch auf eine Insel einfach bauen, also ganz viele auf eine Insel bauen. Und damit halt dann Strom produzieren, nur auf der einen Insel. Und kommt es denn so vor, dass der Rauch langsamer wie sonst? Ich weiß es nicht. Oder hier, die Raucheffekte, die Partikel. Die kamen, entweder ist es von dem, aber ich glaube es nicht. Oh, das ist auch neu. Ja, das kommt von hier. Ah, das ist auch neu. Das gab es vorher nicht. Ja. Huch. Das, cool. Man entdeckt doch immer wieder was Neues. Es war auch ziemlich einfach zu installieren. Hat vielleicht... Wie lange hat es gedauert? 2 Minuten. Das war anscheinend nicht so viel. Von der CD aus halt. Jetzt müssen erstmal neue Leute ansiedeln. Aber nicht so viele, zum Glück. Ach so, ich soll das abgeben. Ist natürlich auch hilfreich. Na, geben wir das eben ab. Wie sieht's aus? Gute Nachrichten. Ja, habe ich. Hier ist Ihr Gewinn. Gut, gleich was Schönes für Werkzeug. Produktivität um plus 25% gesteigert. Gut, dann können wir um einiges schneller Werkzeug herstellen. Wir brauchen natürlich erstmal mehr Häuser. Fisch sollten wir genügend haben, eigentlich. Kann ich nie wissen. Lieber zu viel als zu wenig. Zur Verfügung. Und wir können ein Casino bauen. Oh yeah. Ich halte mich jetzt auch nicht an irgendwelche Baupläne, weil ich habe da auch gar keinen. Also hier jetzt. Ich werde es einfach irgendwie hinbauen. Wie es mir halt eben gerade passt. Hast du Zeit, mir in dieser Angelegenheit zu helfen? Ah ja, jetzt bittet sie mich, ich soll die Überlebenden in Sicherheit bringen. Werden wir machen. So, fahren wir mal an ihre Insel, die auch wunderschön leuchtet. Die Überflutung hält ja immer noch an. Wie machen die das eigentlich? Ah, ich glaube, ich sehe es. Das Wasser steigt, sagen wir jetzt mal so 20 Meter vor der Küste, glaube ich, an. Kann es sein? Auf jeden Fall, vielleicht seht ihr es ja auch auf YouTube in dem Video. Das Wasser steigt vor der Küste leicht an. Weil es muss natürlich höher sein als der Meeresspiegel, ist ja klar. Aber nicht so heftig, dass man es sehen würde. Leicht sieht man es schon, aber... Muss ja irgendwie auch über der Insel sein dann. Oh, jetzt haben wir 22 Überlebende. Und die anderen? Sind alle gestorben oder... Waren da bloß so wenige? Ich meine, ich war noch einige Häuser. Ja, das Leben ist beschwerlicher als in der Stadt. Aber wenn du abends mit Muskelkater ins Bett gehst, weißt du wenigstens, dass du lebst. Irgendwie kommen mir die so leise vor. Ich habe aber nichts verändert wie sonst. Okay, ich lasse das jetzt mal. Ah, so mehr lässig, und... wie du hier reinspazierst. Hast du denn auch jetzt? Ich kann es gar nicht glauben. Okay, jetzt wäre es natürlich noch toll, wenn die hier rumlaufen würden. Ich soll ihr helfen, ihre Siedlung zu vergrößern. Ihre oder meine? Moment. Evakuierung 2.
Vergrößern Sie Ihre Siedlung, um die Überlebenden evakuieren zu können. Zählen Sie in diesem Sektor 400. Wir haben schon 182. Sollte auch kein Problem sein. Kein großes. Huch. Vadim Sokov bittet Sie, folgendes Item zu benutzen. Eine Notfallausrüstung. Woher kriegen die? Was hat der gemacht? Ach nö, eine Ölpest. Moment mal. Natürlich. Natürlich, wisst ihr? Er hat hier seine Ölbohrinseln. Die natürlich auch übelst schlecht gewartet sind. Ist ja auch so ein Vorurteil von zu Russland, oder wie man sagen kann. Oder allgemein, wie sich Russen so verhalten sollen. Dass einem alles kaputt geht. Und da ist er das beste Beispiel. Dem geht es ja auch nur um Profit extrem. Und deshalb verpestet er jetzt mal hier die Nachbarinseln, weil seine Ölbohrinsel ist ja zum Glück hier. Ne, und nicht bei sich irgendwie. Kann ich eigentlich schon unter Wasser? Ja, kann ich. Ich wollte mal gucken, ob es hier neuerdings diese Schluchten gibt mit Lava. Na, hier jetzt nicht. Hm. Der hat die natürlich. Ja, hier so ein neues Kraftwerk, das Geothermalkraftwerk. Das soll anscheinend 750 Stromeinheiten produzieren. Und jetzt ratet mal, was einen Tsunami auslösen kann. Ich sag dazu mal nichts. Ach cool. Ich soll vier Ingenieure finden für sie. Dann kriege ich eine Notfallausrüstung. Das ist praktisch. Und eigentlich habe ich ja fünf. Aber es sind bloß vier. Natürlich. So. Oh. Bei ihr wird es aber ganz schön dunkel. Für jemanden wie dich war der Auftrag bestätigt. Ich kann's ja. Das ist jetzt aber nicht normal. Oder wird's gerade Nacht? Haben wir hier einen Tag-Nacht-Rhythmus? Nö. Guck mal. Hier ist immer noch hell wie vorhin. Ich dachte gerade, wir haben den Tag-Nacht-Rhythmus. Ja. Das wäre toll. Das würde ich mir auch noch wünschen. Aber ich glaube, ihre Insel wird gerade nur verpestet von ihm. Oh. Wenn sonst nichts ist. Also ich muss die jetzt hier anwenden, oder? Hoffe ich. Löschen Sie den Brand auf der Ölplattform. Jupp. Einsetzen und löschen. Wir löschen eigentlich bloß den Fuß davon. Die Stütze, aber das wird schon. Sehr gut. Ich werde Sie wieder engagieren. Er dankt uns. Okay. Jetzt haben wir es gelöscht. Und können wegfahren. Und dafür haben wir einen Danke bekommen. Natürlich. Sonst nix. Penner. Da treiben noch brennende Stückchen im Wasser. Aber ihr Insel ist jetzt immer noch verpestet. Ich glaube, die müssen wir erst noch sauber machen. Ah, das sieht so cool aus. Hier mit den Lampen. Tolle Stimmung. Und die Bäume gehen alle kaputt, wie ihr vielleicht auch merkt. Ja, da sind natürlich die Ecos extrem anfällig für. Jetzt hat sie nicht nur Überschwemmung, sondern auch sein Öl, das die Insel verpestet. Super. Super. So, was muss ich jetzt machen? 400 Leute ansiedeln, immer noch. Gut, wir haben noch nicht genügend. Können wir aber ändern. Ups. Statt S habe ich A gedrückt. Das ist schlecht. Weil dann kommen wir zu der A-Riche. Wie das A. Halt, falsch gebaut. Noch ein paar einfache Häuser hin. Wir sollten mal Werkzeug kaufen. Verkauft sie Werkzeug? Gut Ding braucht Beile. Ja. Obwohl, ewig Zeit haben wir auch nicht. Dann kaufe ich mal bei ihr. Was darf sein? Ach ja, so ein bisschen Werkzeug. Abgemacht. Super. Alles aus. Was war das für ein Zeichen? Anlauf. Preisnachlass. Sie müssen zuerst dem Diplomatie vom Interface mit Hilda Jürgensen einen Rabatt vereinbaren. Okay. Ging es davor? Ich
glaub's ja hey. Nicht. Hey! Naja, wahrscheinlich doch. Da? Doch, gab's wahrscheinlich. Viel um die Ohren? Ich habe sie gar nicht erwartet. Oh yeah, Karriereleiter Tycoon. Was? Tycoon ist noch nicht voll? Haben die das erweitert? Moment. Moment mal. Das muss nachgeguckt werden. Yeah, die haben das erweitert um neue Punkte. Okay, wir haben das auch fast voll. Vorstandssprecher. Mit ihrer nächsten Beförderung erhalten sie Zugriff auf... Vorstandsrabatt. Rufus Thorn gewährt ihnen in allen Sektoren einen dauerhaften Rabatt beim Itemkauf. Okay. Sonderbeauftragter des Vorstands. Mit ihrer nächsten Beförderung erhalten sie Zugriff auf Expansionslieferung Beton. Beton, wie auch immer, Beton, wie auch immer. Ermöglicht ihnen in ihrer Arche Beton per Expansionslieferung zu ordern. Oh, cool. Und Vorstandsvorsitzender, mit ihrer nächsten Beförderung erhalten sie Zugriff auf Formel Überzeugungsstrahler. Gewährt für Wohnhäuser auf allen ihren Inseln vollkommenen Katastrophenschutz gegen Kriminalität. Was? Wie genial ist das? Alter, für alle Inseln. Unter uns? Gegen Krankheiten ist er langweilig. Gegen Feuer, naja, ist hilfreich, aber gegen Kriminalität ist so cool, cool, cool. Alter, das freut mich. Was wir auch für Sachen bekommen. Bei denen ist er langweilig. Haha, Tycoons. Oh, wie schön. Dann werden wir weiterhin in Tycoons natürlich investieren. Ist ja Standard, also bitte. Allein schon Werkzeug müssen wir noch gar nicht produzieren, fällt mir gerade auf, weil wir einfach nur Wohnhäuser bauen müssen. Holen Sie die Überlebenden von Ihrem Kontor, bringen Sie sämtliche Überlebenden zu Ihrem Kontor in Sunset. Schlimm genug, dass die Kinder ihre Eltern verloren haben. Was? Zumindest gut versorgt sollten sie sein. Die haben die Eltern verloren, sind die gestorben? Ach, die armen Kinder. Gut Ding braucht Weile. Obwohl, ewig Zeit haben wir auch nicht. Okay. Das ist natürlich dann sehr traurig. Sehr traurig, sehr traurig. Wir bauen weiter Häuser. Dann schaffen wir uns hier ein Flüchtlingslager. Das schaffe ich nur mit deiner Hilfe. Ach, jetzt kann ich es in Sicherheit bringen. Ah, ich habe 400. Okay, dann schnell zur Insel rüber. Holen wir noch die Überlebenden, die im Bunker waren, für wie sie gesagt hat. Für jemanden wie dich war der Auftrag bestimmt ein Klatsch. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum sie einen Bunker haben sollte. Weil das ist so eine extrem friedfertige, die... Weiß ich nicht, dass sie überhaupt an einen Bunker denkt, sowas zu bauen. Die denkt ja eh nur an Frieden und Peace und passiert eh nichts. Es ist doch alles gut gelaufen, oder? Jupp. Dafür bin ich alles dir gut. Ewig dankbar. Hoffen wir es doch mal. Dieser Auftrag wäre echt wichtig für die Kooperative. Okay, ich soll meine Siedlung vergrößern. Auf 800. Auf 800. Oh, schaffen wir locker. La 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 la, wir wollen es beschleunigen. Und wie geht es bitte besser als mit noch ein paar Basaltbrechern? Ich glaube gar nicht.